Hallo Freunde, das ist unser Wohngegend North Beach. Das ist ein Teil von San Francisco. Hier leben etwa 27.000 Menschen. Im Vergleich zu 800.000, die in der Stadt wohnen, sind 27.000 nicht so arg viel. Oder im Vergleich zu 7 Milliarden, die gerade auf der Welt leben, ist das nicht so arg viel, richtig? Aber wenn wir dran denken, wir können einen Unterschied machen. Viele gehen in Aktionen ran und sagen, ja, ich will die Welt verändern. Richtig? Viele sagen, ja, ich verändere die Welt, ich mache was Großes. Mutter Teresa hat mal gesagt, wir können nicht alle großartige Dinge tun, aber jeder von uns kann kleine Dinge mit großartiger Liebe tun. Wenn wir jetzt an unsere Gegend anschauen, ich habe euch gerade ein kleines Video gezeigt von der Gegend. Wie gesagt, das sind 27.000 oder wenn du auch fragst, vielleicht auch 22, also zwischen dem 22 und 27.000 Leute, die hier in unserer Wohngegend leben. Das sind immer noch recht viele Leute, richtig? Im Vergleich zur Stadt ist es weniger. 800.000 zu 27.000, aber 27.000 Leute sind immer noch recht viel. Wenn du jetzt aber überlegst, wenn jeder von uns anfängt, etwas zu machen in unserer Gegend und Hoffnung zu bringen, verändert es, fängt es an, Veränderung zu bringen. Aber jeder von uns kann eine kleine Tat tun. Nicht jeder von uns kann die komplette Gegend verändern, aber jeder von uns kann eine kleine Tat tun, wie zum Beispiel deine Kinder im Boys and Girls Club helfen oder den Senioren im italienischen Center helfen. Ganz egal, was es ist. Oder immer Nachbarbrunch zu veranstalten und Leute einzuladen. Kann jeder von uns machen, richtig? Das sind kleine Sachen, wo wir helfen können. Wir können vielleicht nicht die komplette Wohngegend auf einmal verändern, alle Probleme. Aber wir können anfangen, unseren Bereich zu verändern. Das heißt, wo wir leben. Vielleicht einen Umkreis von einem Block um unser Haus rum. Vielleicht nur drei Häuser schwarz runter, drei Häuser schwarz in die andere Richtung runter. Aber den können wir verändern. Da können wir wirklich Veränderungen bringen, mit kleinen Sachen. Und es sind vielleicht kleine Dinge, wo wir Nachbarn ermutigen oder Hoffnung bringen oder wo wir Müll auflesen, der in unserer Gegend liegt und uns dafür interessieren, dass unsere Gegend schön aussieht und schön bleibt. Kleinigkeiten wie das haben einen riesen Unterschied. Und das kann jeder von uns machen, richtig? Richtig? Wenn man an Jesus schaut, die Kleinigkeiten, die er gemacht hat, ohne Hintergedanken wahrscheinlich, wenn er zum Beispiel der Frau am Brunnen geholfen hat und sie ermutigt hat und ihr Hoffnung gegeben hat, dann kam sie zurück mit dem ganzen Dorf. Und das hat angefangen, die Welt zu verändern, richtig? Oder wo er in seine 12 Jünger investiert hat. Die Jungs haben die ganze Welt verändert später. Aber in seinem Fall war es wirklich kleine Taten, kleine Dinge, die er gemacht hat. Und die kleinen Dinge verändern die Welt und die kleinen Dinge verändern unsere Wohngegenden. Wie gesagt, nicht jeder von uns kann die komplette Welt verändern. Aber jeder von uns kann anfangen, in seiner Wohngegend und in seinem Wohngebiet einen Unterschied zu machen. Es muss nichts Großes sein, kann was ganz Kleines sein. Es kann sein, dass eine Ermutigungskarte für einen Nachbar schreibst oder was es auch immer ist, ganz egal. Aber wenn du damit anfängst, dann fangen wir an, unsere Gegend zu verändern. Wenn wir weitermachen, jeder von uns das anfängt zu machen, dann fangen wir an, die ganze Stadt zu verändern. Und wenn dann alle von uns das machen, dann fangen wir an, den ganzen Staat zu verändern. Und dann geht's vorwärts. Aber es braucht jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne ist wichtig, dass er die kleinen Taten tut und die kleinen Momente und die kleinen Möglichkeiten nutzt, um wirklich Veränderungen zu bringen. Weil wenn wir das alle zusammen machen, dann sehen wir Veränderungen in der Welt. Nicht, wenn jeder Einzelne für sich selber kämpft und nichts, dann verändern wir nicht die Welt. Und jeder sagt, oh, ich verändere die Welt, ich bin ein Weltveränderer. Nein. Wenn wir alle zusammen, wenn jeder von uns macht und Unterschiede bringt, wo er ist, dann verändern wir unsere Wohngegenden, dann verändern wir die Welt. Weil dann ist jeder Einzelne dabei und das ist wichtig. Und damit möchte ich ermutigen heute. Jeder Einzelne von uns kann einen Teil verändern, den er hat, einen kleinen Teil. Aber wenn jeder einen kleinen Teil verändert, dann kommen wir viel größer raus am Schluss, richtig? Und dann verändern wir die Welt. Aber wir müssen alle zusammen schaffen. Fang an heute mit einer kleinen Tat in deinem Wohngegend. Bring Hoffnung zu jemandem.
lese ein bisschen Müll auf oder was es auch immer ist. Fang mit einer kleinen Tat an. Mach jeden Tag eine kleine Tat. Und du wirst sehen, wie sich deine Wohngegend langsam verändert. Wie du andere Leute ermutigst, das auch zu tun. Und da wirst du dann wirklich anfangen, die Welt zu verändern. Ein Schritt, ein kleiner Schritt. Aber ein großer Schritt für alle anderen. Lasst uns zusammen schaffen in dem. Lasst uns zusammen unsere Nachbarn lieben in unseren Wohngegenden. Weil dann bringen wir wahre Hoffnung. Aber wir brauchen jeden Einzelnen, um das zu tun. Es ist nicht genug, wenn nur Markus und Jen das hier in North Beach machen. Und wir haben viele Veränderungen gesehen, glaub mir. Wir haben so viel Gemeinschaft erlebt, wo wirklich die Gegend angefangen hat, sich zu verändern. Aber es ist nicht genug, wenn nur Markus und Jen das machen. Jeder Einzelne von uns muss das machen. Und dann verändert es was. Also sei ermutigt. Du kannst einen kleinen Teil in deiner Gegend verändern. Und das fängt an, die Welt zu verändern. Ja, bleib dabei. Okay? Du bist wichtig. Jeder Einzelne von uns ist. Hey, sei super gesegnet und fang an. Bis bald. Ciao.